Liebe Leute, jetzt steht an das ganz, ganz wichtige Heimspiel gegen Tabellenführer Primus SC Freiburg. Heute einen Sieg, dann sind es nur noch 4 Punkte bei 4 ausstehenden Spielen. Da ist vielleicht noch was möglich. Weil die Tordifferenz, da sind wir klar besser. Wir haben aber einige Ergebnisse dabei, wo wir echt viele Punkte verloren haben. Wie gesagt, in Karlsruhe, in St. Pauli, in Darmstadt. Solche Dinge, die Last Minute Niederlage in Freiburg, also gerade die Auswärtsspiele sind halt dabei. Wir haben 4 Niederlagen, es ist halt nun mal so, wir können den Freiburger Leute die zweite beibringen, sie haben zu Hause gegen Karlsruhe verloren, oder in Karlsruhe haben die verloren, irgendwie sowas, also gegen KSC auf jeden Fall haben sie verloren. Und ja, mal schauen, aber bevor wir reingehen, gehen wir kurz mal zum Posteingang, weil da ist eine Nachricht, vielleicht ist da Kies Peter, sah ausgerechnet unser Rechtsverteidiger. Naja, wir haben ja Alternativen, wir haben ja Möglichkeiten. Wir müssen nur ein bisschen durchbauen. Ich muss gerade Dresden, glaube ich, wird dann von Anfang an rechts spielen hinten. Ist dann halt einfach so. 5. Gelbe. Na gut. Gehen wir ins Match oder gehen wir ran. Und dann geht's Leverkusen auswärts. Okay. Und dann ist schon Auswärtsspiel Liga gegen die Bremer. Also die nächsten 3 Spiele sind sehr was von richtungsweise. Wir müssen weiterhin gewinnen. Wir gehen kurz rüber zur Pressekonferenz vor dem absoluten Topspiel. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. Ja, wir können sogar den Aufstieg klar machen, oder? Oder was? So, keine Frage, die Saison steigen wir auf jeden Fall auf. Konzentration ist heute alles. Alter, zeigen was. Die Pressekonferenz ist damit beendet. Bis zum nächsten Mal. So, ich kann mal was, ich will mal was schauen, ob es möglich ist. Weil Grefo ist ja schon ein bisschen älter. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, tatsächlich ihn zu verpflichten. Für die kommende Saison. Das wäre natürlich geil. Grefo, wo ist denn der? Ich schätze Grefo, da ist er noch 31 oder so mittlerweile. Die Frage ist, läuft der Vertrag aus von ihm oder ist er noch... Gibt es leider noch, läuft noch ein bisschen, ne? Der Vertrag. Ich glaube, der Vertrag läuft noch. Ich gehe mal auf Scouting. Fuck, das, ich glaube, der wird noch ein bisschen, der wird bestimmt noch laufen. Leider kann ich nicht nachgucken, wie lange der Vertrag von ihm noch läuft. Aber wenn der noch auslaufen, wenn der auslaufen würde, das wäre toll. Dann könnte ich ihn tatsächlich versuchen zu verpflichten. Dann hätte ich ihn gebombt und Freischuss schützen. Aber jetzt ist erstmal. Obwohl, das war noch einer, die man verpflichten könnte. Für die rechte Seite hinten. Mit Caligiuri. Zurücksetzen. Wenn er noch spielt dabei ist. Kali. Der ist gar nicht mehr da, ne? Hat schon die Saison beendet? Okay. Schade. Hat er seitdem schon beendet seine Karriere. So, gucken wir mal. Scouting-Bericht, okay. Ja, richtig. Gut, gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 30. Das ganz, ganz wichtige Sieg. Ich gucke gerade mal noch mal auf die Tabelle. Das sind 11 Punkte. Ja, wenn wir heute gewinnen, tatsächlich wären wir definitiv aufgestiegen. Dann wäre auch die Relegation weg. Dann wären wir zumindest safe Zweiter. Und hätten, wie gesagt, noch die Chance auf den Titel. Wenn wir heute unentschieden spielen, ich denke, selbst wenn wir unentschieden, wäre es heute gut. Wenn wir auf 12 Zähler weg, dann wär, von der Tordifferenz sollte es eigentlich kein Problem sein. Ja, aber ich muss halt leider den Wechsel ziehen. Peters ist gelb gesperrt. Leider.
Gut. Gehen wir rein ins Match. Auf jeden Fall. Heute zählt's. Hinspiel, wie gesagt, 1-2 verloren, letzte Minute. Hab schon mal gesagt, letzte Folge. Ginter, der Handelfmeter in der Nachspielzeit, in der 92. Sonst wäre das vielleicht alles anders aus. Dann wären wir nämlich nur noch 2 Punkte dahinter, wenn wir nämlich unentschieden gespielt hätten, wenn wir jetzt gewinnen würden. Aber mal schauen. Der große Tag. Heute können, heute können Sie den Aufstieg schaffen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es ist für die Gastgeber vielleicht die entscheidende Partie Richtung Aufstieg. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Am Ende dieses Spiels wollen die Gastgeber also den Aufstieg bejubeln, Wolf. Und wir werden genau beobachten, ob ihnen das auch gelingt. Ein frühes Tor wäre wichtig. Nur wo er 4 Tore in 3 Spielen hätte. Gesiegt war der 5-1-Sieg in Paderborn. 4 Tore aus den letzten 3 Spielen. Im Moment hat er jede Abwehr Probleme. Im Moment läuft es wirklich. Ein Tor nach dem anderen. Würde mich nicht überraschen, wenn das heute so weitergeht. Das ist die heutige Aufstellung. Der genau so ist es. Hart im Tor. Angulo, Morgalla, Piri und rechts Andresen. Also sonst eigentlich nur der Wechsel halt, wie gesagt, Andresen auf für den Rechtsverteidiger. Und auf der Bank Pereira raus und Kota als Ersatzkeeper neu dabei. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Freiburg mit Flecken. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze auf. Kiff, wo der nicht so gerne hätte für die neue Saison. Aber ihn leider nicht bekomme. Weil der Vertrag wahrscheinlich noch läuft. Wenn der ausläuft, könnte ich ihn verpflichten. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir müssen heute den nominell besseren SC Freiburg irgendwie bezwingen. Und dann wäre es vielleicht doch möglich, hier den Titel zu holen. Aber wie gesagt, das ist halt das Problem. Sie suchen die Lücke. Das war ja, das ist, gute die Idee war vielleicht noch mal da. Was da aufzubauen? Kliffung. Fehlpass vom Italiener. Carvalho hat jetzt ein bisschen Luft da. Nein! Die Idee war gut, den rüber zu spielen, den Rückraum zu spielen. Gute Grätsche, er hat den Ball. Ja! Angulo! Klasse Timing, viel zu kommen sie nicht durch. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Ah, da wäre jetzt Platz. Ja! Ja! 13. Das wissen die Spieler natürlich. Können sie das jetzt verteidigen? Es wäre so wichtig für den Club. Heute, jetzt wäre der Aufstieg klar und dann wäre du noch 14 hinter dem SC. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Drin, Eckloff. Vieles ist ja persönliches Derby, wer Eckloff ist ja eigentlich Stuttgarter. 24. Das Saisontor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Man hat die Aufgabe zumindest erstmal gelöst. Gregoritsch. Perry. Ja. Oh, Perry sagt wieder, das ist meiner, den nehme ich mit. Aber den will er nicht. Super, wie er sich durchsetzt. Morgalla. Ecke. Energischer Zweikampf geht mit Eckball weiter. Ecke.
SC Freiburg. Griffo, Doan. Gibt Abstoß. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Es gibt Abstoß und er sagt Elfmeter. Den Elfer muss es geben, aber ich glaube, Pedro, das wäre weg gewesen, der Ball. Das wäre weg gewesen. Es wäre nichts passiert. Und man hat jetzt die Chance, sich Vincenzo Grefo wieder reinzukommen in diese Partie. Sie verwandeln den Strafstoß. Er war in der Ecke. 21. Und ich habe vor ein paar Tagen, vor ein paar Folgen gesagt, es ist ja lange schon kein Elfmeter gewesen. Und da kriegst du so einen selten dämlichen. Grefo macht die. Perfekt. Und damit alles auf Anfang. Es steht ein ausgerechneter Grefo, den ich so gerne für die neue Saison fette. Mit seinem 15. Ah, scheiße, Mann. Klasse Zuspiel. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war. Ja, die Idee war nur gut, auch Sterner so zu spielen, aber. Flecken sagt, das ist ja, meiner. Geht da voll in diesen Zweikampf. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Und jetzt gibt's Freistoß. Nee, nee, so mindestens gelb muss es jetzt mal geben. Weil der Schäfer hinten in die Beine rein. Das ist ein rote. Ja, wo kann sagen? Mindestens gelb für Taylor. Weil das Ding. Ja, der war ein bisschen. Der könnte ein bisschen weit sein. Aber vielleicht. Oh, das könnte zweit werden. Der könnte voll schön. Der könnte schätzen. Toller Freistoß, tolle Parade. Ah, in der Szene war eine Menge drin. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Weiter gefährlich. Griffo. Morgala. Da ist die Flanke an den langen Pfosten. Ball abgefangen, das ist natürlich kein Problem. So blödsinnigen Elfmeter. Jetzt ist er wieder drin. 2-1. Es könnte das Tor zum Aufstieg sein. Ist das wichtig, Wolf? Schau dir die Reaktionen an, den Jubel, die Begeisterung. Ja, das trinken nebenbei. Man führt wieder mit 2-1. Er setzt sich durch. Und dann ist die Abwehr zwar da. Dann ist er lässt zwei Mann stehen. Heiße, kalte Innenverteidigung mal aufgetanzt. Erst Badiashile und dann auf einmal nur Ginter mit dem Haken. Und dann ist es das 2-1. Also 2-1. Fakt ist, dass man hohe Mut nur. dass man die Aufgabe erstmal gelöst. Die zumindest diesen, diesen Nachdruck gesetzt hat. Klefisch. Freistoß. Quatsch. Einwurf Freiburg. Immer noch schwer und liegen weiterhin. Vielleicht schaffen sie es jetzt mal, mehr aus ihrem Ballbesitz zu machen. Nein. Erfolgreich gegrätscht. Wichser. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Sie versuchen es. Nee. Du musst jetzt nicht irgendwie noch eine Grätsche setzen, dass man da irgendwie nochmal einen blöden Elfmeter da fängt. Und angezeigt. Jetzt ist er durch. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Flecken hält. Die klärt hier, aber keine schlechte so, da wird es Pause. Man wäre mit 3-1 weg gewesen, wenn der drin gewesen wäre. Sie wollen heute unbedingt aufsteigen. Und das kann bei diesem Resultat auch klappen. Es ist eine Momentaufnahme. Es sind natürlich noch 45 Minuten zu absolvieren, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wenn die jetzt nicht plötzlich aus irgendeinem Grund wackeln, dann gibt es nach der... So, holt man sich den nächsten Sieg jetzt in Folge. St. Pauli Ingolstadt 1-0, ist aber unwichtig gerade. Ja, Ingolstadt, da hat man zweimal unentschieden gegen die gespielt. Pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Das ist aber gerade jetzt eher unwichtig. Alles unwichtig. Man muss es jetzt irgendwie heute. Eigentlich darf da gar kein Tor mehr fallen. Michael Gregoritsch. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Angulo.
Ich wollte den auf lang spielen, ja. Warum er den jetzt kurz gespielt hat, weiß ich nicht. Ball ist weg. Mann, spiel doch mal Raul. Spiel doch mal, wo ich hin will. So kann er Morgalla, gelb. Und ja, es war richtig. Das macht er sehr gut. Platz für einen Konter. Weiter gefährlich hier. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Ja, aber das war dann doch nichts. Scheiße. Gut dazwischen gegangen. Konter läuft. Jetzt, Platz. Jetzt vielleicht. Sterner! Zu starke Aktion. Ist. Castagna, zweimal gut. Warum die Freiburg abgestiegen sind mit der Mannschaft, verstehe ich nicht. Da ist die Hereingabe. Zurkowski. Grifo. Gregoric. Ja, starker Pass. Duan. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Sind jetzt in der 70. gleich. Da haben sie jetzt vielleicht. Ja! Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Fuck, das ist das 3-1. Das gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Eiskalt macht er hier das Tor aus. Tempo und den Ball jetzt hier in den Haken und dann ins Kurzeck. 3-1 für die Bayreuther. Und damit ist der Aufstieg klar. Jetzt geht es nur noch darum, heute dieses Ding zu halten. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Er geht dazwischen. Jetzt können sie es machen. 4-1. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf. Oh, wäre diese bittere Hinspielniederlage nicht gewesen. Man wäre jetzt so schön mit dran. Es sind 4 Punkte nur noch. Und wir haben einen. Man hat jetzt innerhalb von 4:1 kurzer Zeit die Tore gemacht. Man ist weg. Man ist auf 4-1 weggezogen mittlerweile. Tor Nummer 49 übrigens schon mittlerweile für Novo. Also der räumt gerade alles auf. Da kommt der Schuss. Wichtig. So, Morgalla wird jetzt den Platz verlassen, weil der hat schon gelb. Der muss, darf nicht, soll heute nicht mit gelb-rot vom Platz fliegen. Noch einen zweiten, noch einen Verteidiger zu verlieren, möchte ich nicht. Deswegen wird es Kakutolua kommen. Nicht, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich sein. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Der wechselt sie. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt rein. Das so. Ist das Tor. 2-4. Geht da. Geht da vielleicht noch was? Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann. Und geht dann mal sein zweites Tor. Wunderbar mit dem Kopf. Das gegen ist uns. Vor allem sehr gut gemacht. 6. Saisontor. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Sterner gegen Castagna. Ja, der Sterner muss alleine. Sterner hat nämlich gerade keinen, der in der Mitte mitgeht. Dribbling in die Mitte. Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. Ist egal, es ist Zeit. Man führt immer noch mit 2. Grifo. Castagne. Gregoric. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball.
kurz vor dem Ende des Spiels Taylor. Haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Die machen das gut, machen das clever. Zwei Tore Vorsprung haben sie sich erarbeitet, haben sie sich, besser gesagt, erspielt. Und das ist aus meiner Sicht eine wirklich verdiente Führung. Wenn der nämlich reingeht auf einmal, so, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben hier mit so einem Ding verloren. Ecke kommt in die Mitte. Jetzt haben wir es aber zumindest. Nein, nicht schon wieder so ein blödes Ding jetzt. Geht gut dazwischen. Das wird jetzt Abstoß geben. Abstoß. Feierabend. Topspiel gewonnen. 4 Punkte dran. Aufstieg geglückt. Ja, ein Riesenerfolg und vielleicht werden sie ja auch noch Meister. Das ist auch noch machbar. Wäre die absolute Krönung. Und jetzt könnte man sich fragen, ist nach dem Aufstieg vielleicht die Luft raus? Der Trainer wird das verhindern. Jedenfalls haben wir die Aufgabe, den Sieg geholt, Freiburg geschlagen, Sieg Nummer 5 in Folge und man ist wieder dran. Man ist nach der Darmstadt-Niederlage, dieses 5:6 in Darmstadt, wieder voll auf Soll mit 5 Siegen, einem Unentschieden. Ist jetzt nur noch 4 Punkte in der SC Freiburg, die waren mal über 10 weg. Ja? Mal schauen. Was für ein wichtiges Tor. Den vielleicht. Und das wissen die Spieler natürlich. Können sie das jetzt verteidigen? Es wäre so. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Sie verwandeln den Strafstoß. So, Aufgabe Freiburg. Dann doch relativ souverän gelöst. Das ist wichtig für die Moral. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die Freiburger vielleicht noch 2 Unentschieden drin haben. In den letzten 4 Partien. Oder eine Niederlage. Niederlage unentschieden, wie auch immer. Sie dürfen auf jeden Fall nur 2 Spiele gewinnen. Vielleicht gibt es da nochmal einen Knick. Ob sie doch nicht schaffen muss? Fakt ist, es ist egal. Obwohl wir heute nicht gewonnen haben. Wir haben 4-2 gewonnen. Egal. Ist egal. Scheiß drauf. Manchmal passen die Fragen nicht. Es passt irgendwie überhaupt nicht, die Fragen gerade. Ist egal, scheiß drauf. So, nächster Gegner ist Leverkusen. Auswärts. Für dieses Gespräch. Im Pokal. Dann können wir vielleicht nach Berlin. Das wäre natürlich total toll. Aber das schaffen, das werden wir uns dann angucken. Warte mal, ich gucke gerade da eben kurz auf die, genau, die Sperre. Ist abgelaufen. Gut, wie gesagt, wir sehen uns dann wieder mit dem Pokalduell in Leverkusen in der Halbfinale.